Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Heute wollten wir zum einen das Seferdrom abgeben und mit unseren Freundinnen bei der Schreiberhütte, dass sie hoffentlich unseren Rafa demnächst freilassen. Jo, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Heute wollten wir zum einen das Seferdrom abgeben und mit unseren Freundinnen bei der Schreiberhütte, dass sie hoffentlich unseren Rafa demnächst freilassen. If you are reading this letter, I believe you may be having doubts about your mission. Rafa is at the lab? Who's there? You were made commander not for your good judgment, nor for your skills as a scrivener. It was because you understand the bond between Ryder and Monsti better than any of us. Why do you know where Rafa is? And what's this lab? Where is it? Is this? Everything will become clear soon. You must hurry. If you find yourself at a crossroads and do not know which way to go, please trust yourself and follow your heart. Ma! Urgent news, Commander! There's a monster loose at the lab! Lilia! We fixed things up for ya! I see. Roberto, you need to go to the lab. The lab? What? Did something happen? I've had a report that a monster has gotten loose. I need you and the other hunters to investigate. Got it. Wait a minute! We proved ourselves! Now give us back Rafa! Rafa isn't here. Right now, he's at the lab. What? Roberto, hurry! What about these dudes? You should go with Roberto. We'll need you to step in if Rafa loses control. If anyone can stop him, it's you. You're his beloved rider, after all. Lilia! And of course we'll need your help too, Naviru. You got it! Just leave it to us! Thank you. Yeah. Guess I'll see you later then. Okay, damit wissen wir dann jetzt, wo der Rafa ist. Wo ist denn das Labor? Ich habe keine Ahnung. Okay, Labor ist draußen. Hier ist eine Nebenquest, die kann ich irgendwann anders annehmen. Muss nicht jetzt sein. Ich könnte natürlich gucken, ob ich aus den Seepatronen eine Waffe machen kann. Im Übrigen, damit ihr das endlich mal seht. Ein paar Elementwaffen hier, dort und auch hier. So, jetzt habt ihr erstmal gesehen. So, Leute, auf zum Labor! Nee, das Vieh lasse ich mal in Ruhe. Das schläft gerade so gut. Willst du nicht wecken? So, in der Wüste soll übrigens noch ein königliches Monster auf mich warten, laut meinem Kollegen. Freue mich jetzt schon drauf. The Scrivener's Lab is this way. Let's hurry! I'm getting monster vibes. Monster Rider.
Aber wahrscheinlich keiner von der guten Sorte. If you'll excuse us, we're kind of in a hurry. I can't let you be on this point. Be gone! What? Why are you picking on us? We can't let you interfere with our plans. Ich habe nichts mit denen zu tun. Kampf gegen drei Rider. Das wird lustig. Zwei Rider. Ich kann nur die Monster angreifen, ist das Ding. Glaube ich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell nochmal so einen Kampf habe. Ich gehe auf den da. Je nachdem, wie stark der Jiangaruga ist, müsste der eigentlich nicht lang leben. Ich müsste auch mal mein Monster eben kurz wechseln. Let's go, Moonhorn! Hornen wir die weg. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich gehe auf den Bogen. Weil da habe ich den Parabellschuss. Sofern die mal nicht auf mich ziehen, kann ich dann nämlich auf alle gehen. Zack! Ja, das sind recht schwache Viecher. Es gibt wahrscheinlich noch sehr viele von denen. Roberto, ich habe nichts mit dem zu tun. Merkt ihr das? Mach mal einen Takedown mit mir auf den da. Ah, der will mich gerade. Die machen ja gar keinen Schaden, die kann ich ignorieren. Zack. Der will mich aber auch unbedingt, ne? Oh, ich könnte jetzt auf die Riders zielen. Ihr seid so schwach. Zack. Ihr seid nix. Tatsächlich, die Rider kann man ja komplett ignorieren. Die haben gar nichts auf dem Kasten. Aber es ist interessant, dass mal ein neues Story-Element dazukommt. Nicht nur stumpf Monsterkämpfe, sondern auch mal ein gegen Menschen. Autsch. Zack. Reicht ja, wenn ich einen ausschalte. Mal gegen andere zu kämpfen. Andere Menschen. Oh, jetzt kommt der Big Boss. Er weiß, wo wir hin wollen. Ich brauche meinen Zamtrios. Und
dann kann er sich erstmal seine Eisrüstung gönnen. Kann ich mit dem Parabellschuss eigentlich den mittreffen? Nö. Ich lade erstmal auf. Autsch. Ihr wollt Stress? Den könnt ihr haben. Jetzt kommt erstmal ein Perforierschuss. Aber gleich einer. Autsch. Sayonara. Nimm mir auf meinen Arm, Zamprios. Was kommt davon? Irgendwas haben die vor. Aber was? Das wissen wir noch nicht. Ich heile mal mein Monster. Holen wir gleichzeitig ein paar Punkte zurück. Und jetzt lass doch mal mein Viech in Ruhe. Ihr Fieslinge. Ja, ich kann den Rider mittreffen. Die können auch die Soetis einsetzen. Parabellschuss! Ich gehe auf beide. Ganz einfach. Ich weiß ja nicht, wie viel der Rider aushält. Easy. Du lebst nicht mehr lang. Ja, halt euch ruhig beide. Das habe ich mit einmal wieder raus. Die wurden besiegt. Da gegen solche Dullis vor allem nicht. Die habe ich so easy weggereckt. Also gegen die zu verlieren wäre ja peinlich. Warum wollten die mich unbedingt aufhalten? Hä? Eine Blitzbombe. Jeder den T-Rex so schnell bewegt bekommen. What could it mean? Why would they want us to stay away from the lab? Oh no. That means sie haben das Monster freigelassen. We gotta get to him before they do. Dann haben sie ja sogar wahrscheinlich einen Grund, ihn freizulassen. Endlich mal was Gutes, beziehungsweise Negatives. Ich weiß gerade nicht, wo ich es einordnen soll. Weitlaufen muss ich jedenfalls nicht. Ich nehme mal meinen guten alten Kubiss an. Damit ich ein bisschen schneller vorankomme. Na, einer? All set over here. Huh, here too. Good thing the commander was gullible enough to think we were going to help the researchers. Okay, ein paar von dem sind korrupt. Rafa, ich komme. Ein Sandschiff.
get it to the ship! Stop it! What? You? Let him go this instant! You don't understand! That Rathalos is... Stay out of this! Hold it right there! Give Ratha back! You again. Korrupte! Widig ist dein Schwert nochmal, ramm den dort einfach ins Gesicht. Ich habe auch Arbeit zu tun. Nämlich euch hinterher zu jagen. Na, Viro hat's versucht. Hey, Roberto! You know what this is all about? Was that writer working for your hunter buddies? Who knows? How can you not know? Aren't you on the same team? I've never seen that rider before, okay? Our orders were to scoop up Ray's wing Ratha. But maybe someone was plotting to steal him. What would make you say that? Look, it's just a guess. I don't know any more than you. We'll have to catch those guys and make them spit out the truth. Look! Die Spuren sind ja nicht gerade undeutlich. We gotta hurry. Right. We can't let them get away. Solche Schiffe gibt es übrigens fast nur in Monster Hunter. Also, es gibt sehr viel, wenige Sandschiffe. Behinderung eines Raiders, da kenne ich noch ein paar andere. Kannst du aber einen Stand wo? Direkt vor der Nase. Ja, dann werde ich jetzt hier gleich abspeichern. Ich mache hier jetzt für heute Schluss. Ich denke auch mal dran, dass ich den Avatar wieder reinhole. So. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen, einen Kommentar für den Algorithmus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!